Die Mechatronik ist ein zukunftsträchtiges Berufsfeld. So beschäftigt man sich als Mechatroniker mit der interdisziplinären Entwicklung und Produktion intelligenter Produkte und Systeme. Der Studiengang Mechatronik beinhaltet die mathematischen Grundlagen, die ingenieurwissenschaftlichen Grundlagen und die Vertiefung in der Mechatronik. Aufbauend auf ein Labor wird dann die berufsmäßige Qualifizierung über Wahlpflichtschwerpunkte organisiert. Wir haben Elektromobilität, automotive Systeme und Robotik. Ja, für das Studium Mechatronik sind vor allen Dingen nötig Spaß an der Mathematik und an den Naturwissenschaften, sodass man den Zugang für die Ingenieurmathematik schnell findet. Das Präsenzstudium mit Lehrveranstaltungen von montags bis freitags sowie einem Praktikumssemester findet an der Diplomhochschule in Bad Soden-Allendorf statt. Die angehenden Ingenieure finden dort beste Studienbedingungen vor. Sehr gutes Betreuungsverhältnis, moderne Labore mit Roboter- und Automatisierungstechnik. Die Regelstudienzeit beträgt 6 Semester, kann aber kostenlos um bis zu 4 Semester verlängert werden und endet mit dem akademischen Abschluss Bachelor of Engineering. Ja, die Berufsaussichten in der Mechatronik sind sehr gut. Sie haben ein sehr breites Berufsfeld, nämlich von der Luft- und Raumfahrtindustrie über die Robotik, automotive Systeme und die Fabrikgestaltung. Und daher sind Sie sehr gut aufgestellt. Studieren an der Diploma, immer eine gute Idee.